Also typisch bayerisch, auf das mich die meisten Leute auch ansprechen, ist natürlich das rollende R, das in Franken sehr gängig ist. Außerdem vermischt sich das natürlich wieder mit dem Tschechisch. Das heißt, mein rollendes R ist besonders rollend. Ich bin Kelly. Ich komme gebürtig aus Fürth, was in Bayern liegt, oder besser gesagt in Franken. Wohne derzeit in Köln und ich bin von Beruf YouTuberin. YouTube spielt eine große Rolle in meiner persönlichen Entwicklung. Ich war schon immer eine Person, die gerne vor der Kamera stand. Wir haben unglaublich viele Home-Videos zu Hause, wo ich Gesichter in die Kamera mache. Ich glaube allerdings nicht, dass es die Zahlen oder Likes oder bestimmte Kommentare sind, die man bekommt. Ich glaube, es ist eher diese Selbstverwirklichung, das innere Verlangen danach, sich selbst auszudrücken. Also Bayern wird ja ganz oft schon gar nicht zu Deutschland gezählt, scherzhaft. Für mich ist Bayern natürlich komplett klassisch und traditionell deutsch. Bayerisches Essen, Dirndl, Maßbier, das ist für mich einfach Deutschland. Und in Bayern ist man unter sich. Man hat da seinen Bekanntenkreis und seinen Freundeskreis und alles, was drüber hinausgeht, wird erstmal so kritisch beäugelt. Aber trotzdem, ich bin mit vielen Ausländerkindern aufgewachsen in der Schule. Wir waren quasi alle zusammen in meinem Deutschförderkurs noch. Ich war in der dritten Klasse, als meine Lehrerin den Kindern erklärt hat, woher eigentlich Nachnamen kommen. Und dann durfte sich jedes Kind melden, das irgendwie Meier oder Müller mit Nachnamen hieß. Und ich habe ihr dann meinen Nachnamen gesagt und der ist Svirakova. Und dann meinte sie natürlich so, woher soll ich denn wissen, was dein Nachname heißt? Das ist ja kein deutscher Nachname. Was im Nachhinein nochmal klar macht, dass ich auch gar nicht drüber nachgedacht habe, dass ich jetzt irgendwie anders bin. Aber ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mich tschechisch erzogen haben und dass ich die Sprache auch gelernt habe und dass ich bilingual aufgewachsen bin. Gerade auch, weil meine ganze restliche Familie, die sind alle in Tschechien gewesen. Und ich verbinde das einfach mit Heimat. Meine Eltern sind vor ungefähr 25 bis 30 Jahren, glaube ich, nach Deutschland gekommen. Die sind damals vor dem Kommunismus in Tschechien geflüchtet. Und mein Vater ist damals als erstes nach Deutschland rübergekommen. Der hatte damals in einem Orchester gespielt, das vom Staat die Einwilligung hatte, das Land zu verlassen, um Tschechien zu repräsentieren. Und als die mit dem Bus über die Grenze gekommen sind, ist er einfach ausgestiegen und nie wieder eingestiegen. Da ja meine Eltern im Kommunismus aufgewachsen sind, haben die mir natürlich viel von den Werten auch vermittelt. Man muss sich das so vorstellen, ich bin mit Geschichten aufgewachsen wie es gab nur einmal im Jahr Bananen oder Orangen und das war halt zu Weihnachten. Und mein Papa, immer noch bis heute, wenn eine Orange oder eine Banane ist, ist es so, oh Mann, ist das lecker. Und es weckt einfach bei ihm dieses Gefühl von Wertschätzung, was man eigentlich hat. Und das hat mir einfach beigebracht, auch wertschätzen zu können, was für Möglichkeiten ich habe und auf was für Dinge ich einfach zugreifen kann. Und gleichzeitig haben sie mir aber mitgegeben, alle meine Möglichkeiten auszuschöpfen, die mir hier gegeben werden in Deutschland. Und ich glaube, das ist so eine gesunde Mischung, einfach ein gesundes Gleichgewicht, die Welt anzusehen.